Ja, Herr Staus, ich begrüße Sie. Ich freue mich, dass Sie für die Deutsche Bahn, für den Vorstand und den Aufsichtsrat hier sind, um das Gutachten zum Brandschutz entgegenzunehmen. Ich überreiche Ihnen hier die Kurzfassung und die Langfassung des Gutachtens von Diplom-Ingenieur Heidemann und Dr. Engelhardt. Es ist ja für uns außerordentlich wichtig, dass die Bahn und die Aufsichtsräte sich mit diesem Thema befassen. Es geht um unser aller Leben, um Leib und Leben der Bahnreisenden. Und das ist ja keine Kleinigkeit, sondern wirklich verdient alle genaue Aufmerksamkeit. Und das wird hier beschrieben, dass eben das Projekt Stuttgart 21 nach genauer Untersuchung nicht genehmigungsfähig ist. Und das macht natürlich Besorgnis. Und wir ersuchen die Bahn darum, diese Fragen ganz genau zu untersuchen und eben auch ein unabhängiges Gutachten einzuholen, letztlich die Bauarbeiten auszusetzen, um dieser Frage nachzugehen. Denn wir haben ja zum Beispiel mit den schon im Normalbetrieb beim Tiefbahnhof, der mit 2 Meter Gehwegbreite und den Fluchttreppen, die weit entfernt und viel zu steil sind, für insbesondere für mobilitätseingeschränkte Personen ganz große Besorgnisse, dass es schief geht. Also wir danken Ihnen, wenn Sie das weitergeben. Und uns liegt daran, dass es auch öffentlich wirklich untersucht wird. Sie wissen, der Bundesrechnungshof ist ja auch mit daran, dass er sagt, es muss hier mehr Kontrolle stattfinden und der Bund muss sich hier einschalten. Also wir danken Ihnen nochmal und alles Gute Tag. Vielen Dank. Danke Ihnen für das Gutachten, das ich selbstverständlich weiterleiten werde. Okay. Die Sicherheit unserer Fahrgäste ist unser höchstes Gut, das steht außer Frage. Dann herzlichen Dank. Und ja. Aufsichtsrat, ne? Aufsichtsrat. An den Aufsichtsrat und an den Vorstand, ja. Baustopp jetzt! 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 Ja, wie es sich gehört, ihr werdet mir nachsehen haben, dass ich auch den freundlichen Ton pflege gegenüber dem Herrn Staus, wenn er hier erscheint und uns die Referenz insoweit erweist, dass er hier eben kommt und damit auch dokumentiert ist, dass die Bahn dieses Gutachten in die Hände bekommen hat. Sie hat es von uns schon vor 3 Wochen erhalten, dass sowohl die Langfassung wie die Kurzfassung. Und ich wiederhole, es ist nun tatsächlich so, ihr wisst, beim Flughafen Beer ist ja die Betriebsgenehmigung versagt worden, die Unterschrift. Niemand wollte den Kopf hinhalten, wenn es zum Brand kommt und zu schlimmsten Folgen für die Fluggäste. Und nichts anderes ist, so denke ich, bei Stuttgart 21, da kann auch niemand dafür einstehen, dass er sicherstellt, dass sichergestellt ist, dass eben hier wirklich der Brandschutz gewährleistet ist. Da gibt es schwerwiegende Bedenken, die wir alle kennen. Die brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Und auch nachher wird Michel Becker über die Situation im Blick auf den ICE-Brand nochmal deutlich sagen, wie die Situation sich da befindet. Und ich möchte daran erinnern, es gibt als Jurist, es gibt die Wertordnung des Grundgesetzes, von der insbesondere die Karlshüter in der Bundesregierung gerne reden, auch die CDU, CSU, wenn es um Flüchtlingspolitik und solche Fragen geht. Die Wertordnung des Grundgesetzes wird verraten und verhöhnt, wenn der Brandschutz versagt und Menschen
anreisende hunderte Personen durch solches Unglück dann ums Leben kommen. Das darf nicht sein und deswegen fordern wir, dass hier eine Umkehr stattfindet, ein Umstieg von dem Großprojekt Stuttgart 21. Es ist einfach ganz klar, dass diese Wertordnung den Schutz von Leib und Leben umfasst. Und wenn das auf niedrigstem Niveau Sicherheiten, Scheinsicherheiten, scheinheilige, halbherzige Lösungen nur geboten werden, wie es gegenwärtig der Fall ist, dann ist das ein Verrat an der Wertordnung des Grundgesetzes, eine Verhöhnung der Grundwerte, die wir nicht hinnehmen dürfen. Und da erinnern wir auch daran, dass es ein Gemeinschaftsgut ist, das keiner missachten darf, und verhöhnen, das geht einfach nicht. Wie in einer ganz einfachen Situation, wenn jemand heute bauen will, dann ist der Brandschutz doch absolute Selbstverständlichkeit. Er kriegt nicht den roten Punkt, der darf gar nicht anfangen. Die Bahn baut drauf los und setzt Milliarden in den Sand. Und diese Politik, liebe Freundinnen und Freunde, die ist erstens strafbare Untreue, und da muss die Staatsanwaltschaft tätig werden, und wir werden wieder erneut tätig werden müssen, wenn hier ein großes Versagen stattfindet. Und außerdem ist es eben so, dass wenn tatsächlich dieser Schadensfall auf 60 Kilometer Tunnel stattfindet, nicht, die Bahn weiß genau, dass ein Brand im Tunnel eine Todesfalle ist für alle Insassen. Und wenn es im Tiefbahnhof stattfindet, dann ist es auch eine immense Gefahr. Und da sagt ja auch der Herr Staus, wir wissen natürlich, Sicherheit ist das höchste Gut. Ja gut, aber dann wird auf kleinster, niedrigster Ebene wird eine Scheinsicherheit nur gewährleistet. Und das passt einfach nicht zusammen, wenn man niedrigste Sicherheiten nur gibt und höchsten Anforderungen entsprechen muss. Das ist ein Unding, und deswegen sagen wir, Umstieg jetzt, oben bleiben.